Es ist schon beeindruckend, wie ein Spiel mit nur einer Map sich jede Runde anders anfühlen kann. Und anders als in anderen MOBA-Spielen spielt die eigene Geschicklichkeit ebenfalls eine sehr große Rolle, denn einen Schritt zur richtigen Seite kann über Treffen und getroffen werden entscheiden. Ich denke, das ist, was uns an Smite reizt. Es ist einfach mehr Action. Ein neuer Patch ist erschienen, mit vielen Neuerungen und Änderungen. Anhur ist nun als neuer Gott verfügbar. Er ist ein Fernkämpfer, der physikalischen Schaden austeilt. Sein Ultimate kann durch Wände gehen, daher fühlt euch nicht so sicher, wenn ihr in den Dschungel vorhin flüchtet. Alle Beta-Spieler können die ersten 30 Götter für 24€ kaufen, das beinhaltet alle aktuellen und noch kommenden Götter. Dieses Angebot verfällt, sobald das Spiel aus der Beta raus ist. Einige Skins können nun auch mit Favor gekauft werden, dafür bekommt man nur noch 500 Favor pro Level ab. Ebenso ist nun die Auswahl an Skins gewaltig gewachsen, so gut wie jeder Gott hat nun einen alternativen Skin. Ansonsten wurde noch viel am Balancing der Götter und Items getan. Für eine detaillierte Auflistung der Änderungen klickt bitte auf den Link in der Beschreibung. Guan Yu. Guan Yu ist ein sehr spezieller Gott. Er ist zwar Nahkämpfer, jedoch verwendet seine Attacken Magical Power. Er macht also tatsächlich magischen Schaden, daher achtet darauf, eure magische und nicht physikalische Power zu steigern. Da er sehr schnelle Angriffe hat, ist er vor allem für aggressive Spieler geeignet, die gerne schnell einige Schläge austeilen, um Gegner einzuschüchtern. Sein passiver Skill gibt ihm 20 Physical und Magical Protection, sobald er in der Nähe eines freundlichen oder feindlichen Turmes ist. Sein erster Skill heilt ihn selbst und alle freundlichen Wesen um ihn herum. Durch diesen Skill kann er sehr gut alleine fungieren und freundliche Minions heilen, bevor und während sie einen Turm angreifen. Freundliche Götter heilen senkt zudem den Cooldown seiner Fähigkeiten um 2 Sekunden. Mit seinem zweiten Skill schnellt er einen kurzen Satz nach vorne. Alle feindlichen Einheiten, die im Weg stehen, erleiden Schaden und bewegen sich für 2 Sekunden 25% langsamer. Wird ein feindlicher Gott getroffen, reduziert sich der Cooldown aller Fähigkeiten um 2 Sekunden. Der dritte Skill und auch den ihr euch gleich am Anfang holen solltet, lässt Guan Yu furios sein Schwert schwingen. Für jeden Treffer bekommt Guan Yu einen Magical und Physical Protection Buff von je 10 für 2 Sekunden, stackbar auf 3 Buffs. Ebenso beim Feind, nur ist es dann ein Debuff, sprich die Protection des Feindes sinkt. Der vierte und auch Ultimate Skill lässt Guan Yu 3 Sprünge vollführen. Beim ersten Sprung werden Gegner 25% langsamer für 2 Sekunden, beim zweiten Treffer können Gegner für 2 Sekunden keine Fähigkeit einsetzen und beim dritten Treffer werden die Gegner für 2 Sekunden gelähmt und zusätzlich 100% Schaden zugefügt. Guan Yu ist perfekt für Neulinge, die noch nicht genau abschätzen können, ab wann man sich zurückziehen sollte. Wichtig ist, dass er sich ständig zwischen den Kämpfen heilt, denn ein Gott mit voller Energie ist abschreckend. Da er durch Türme und den dritten Skill zusätzlichen Schutz bekommt, kann er auch etwas aggressiver werden und mal in den Bereich von feindlichen Türmen angreifen. Wer gegen Guan Yu spielt, sollte sich mit Magical Protection eindecken und so gut es geht seinen Attacken ausweichen, damit er keine Buffs bekommt. Guan Yu wurde im vorletzten Patch genervt, daher ist er nur noch eine mittlere Gefahr und man muss keine Angst mehr haben, wenn man ihm gegenübersteht. Der Jungle ist der Bereich zwischen den einzelnen Lanes. Wenn ihr also von einem der drei Pfade abkommt, befindet ihr euch im Jungle. Im Jungle findet ihr diverse Creeps, die jeweils einen Buff besitzen. Tötet ihr diese Creeps erfolgreich, erhaltet ihr den Buff und habt so zum Beispiel für einige Zeit eine schnellere Mana-Regeneration. Die Buffs entscheiden häufig über den Ausgang eines Kampfes, da bevorzugen es einige am Anfang zu jungeln bzw. Jungling zu betreiben. Beachtet dabei, dass nicht alle Götter das können. Grundsätzlich fängt das Jungeln immer mit dem Item Hand of Gods an. Damit können in einem kleinen Radius alle feindlichen Creeps und Minions angegriffen werden. Am Anfang wird immer der Mana-Buff geholt, damit man ständig seine Fähigkeiten einsetzen kann. Danach geht es rüber zum Lebensbuff. Je nach Situation kann man sich noch den Angriffsbuff oder auch den Schutzbuff besorgen. Da alle Spieler in dem ersten Level noch stark verwundbar sind, kann man aufgebufft ziemlich einfach den ersten Kill landen. Und wenn ihr einen gebufften Gegner am Start einer Runde seht, spielt unbedingt defensiv. Alles andere könnte schmerzlich enden. Götter, mit denen man sehr einfach jungeln kann, sind Arachne, Kali und Bakasura. Wer es also ausprobieren möchte, sollte es mit einem der drei Götter machen. Das war's dann auch wieder mit der zweiten Ausgabe von Gank. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, frohes Gemetzel!